Servus, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Es ist natürlich wie immer kalt, es ist natürlich wie immer windig, aber heute ist Mittwoch und es ist Zeit, ein neues Busprojekt wieder in Angriff zu nehmen, beziehungsweise den vierten Teil zu veröffentlichen. Und heute habe ich mir gedacht, ihr seht es am Titel, ich mache mal so ein bisschen was am Heck, denn ich habe ja hinten diese Auszüge drin und wollte da jetzt was von Sortimo einsetzen, damit ich diese L-Boxen reinschieben kann. Und das gibt's heute. Ich würde sagen, es geht los. Ach ja, bevor es losgeht, wollte ich euch noch sagen, hier oben sind jetzt Xenon-Blitzmodule drin, das heißt, die Anlage passt auf, ich brauche einen Schlüssel dafür. So, und dann seht ihr jetzt, es blitzt gelb und nicht mehr grün. Ja, ich habe diese Module von zwei alten Feldjägeranlagen ausgebaut. Das heißt, das bleibt jetzt eine Woche noch so drauf. Dann kommt die Anlage runter, also im nächsten Teil werde ich die Anlage runterbauen. Dann kommt ja irgendwann der Dachträger da drauf. Aber ich habe mir gedacht, das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen schicker aus als eine grüne Anlage. So, jetzt machen wir wirklich das Heck. Machen wir wieder aus, das Ding. Auto aus. So. Also Leute, das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, das sind so die Ausbauten. Hier oben kommen zwei Euro-Boxen rein, hier neben saß mal eine Sauerstoffflasche, da hinten sind die Stromanschlüsse, hier waren glaube ich zwei Notlampen, für also Pannenlampen. Hier unten drunter gibt es einen Auszug, Depotkoffer, Medikamente, Wischtücher, Eimer, Hooligan-Tool und Klappspaten. Das war alles hier hinten angebracht wahrscheinlich. Das kommt wahrscheinlich alles raus, weil ich nicht die genaue Bestückung haben werde in Zukunft. Aber hier unten gibt es jetzt noch was ganz Spannendes. Die Kiste ist übrigens bombenfest. Hier unten, was mich stört, wenn ich über Huckel fahre, guck mal, wie weit ich die rausziehen kann. Das heißt, eventuell fällt diese ganze Schublade auch weg, aber da bin ich mir noch nicht sicher, was man da so machen kann oder ob ich irgendwie Ersatz kriege, weil das sieht auch schon blöd aus hier. Heute geht es aber nur um diese Dinger hier und diese Teile sind Edelstahlplatten, die man hier ausziehen kann. Da hinten sind die Stromanschlüsse dran und hier saßen halt, ja, lebenserhaltende Rettungsgeräte, hier saßen Beatmungsgeräte, ein Defibrillator, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Aufteilung war, eine AkkuVac, eine Absaugpumpe saß hier drauf und einen so einen Auszug möchte ich jetzt auf jeden Fall nutzen, um eine Haltevorrichtung zu bauen für ein kleines Sortimo-Regal. Jetzt ist die Frage natürlich, ich gehe mal davon aus, dass das beide Stahlplatten sind, was ist da drunter denn? Ah, Siebdruck, also haben die nur so ein Edelstahlplättchen oben drauf gekriegt, ist dann gekantet worden und dann sitzt da drunter die Siebdruckplatte, das ist ja nicht schlecht. Der Kühlschrank hier, hinten dieses Thermofach, fällt sowieso weg, weil da hinten, wo jetzt diese Stromanschlüsse sind, möchte ich gerne so einen kleinen Kühlschrank einbauen, der dann in die andere Richtung aufgeht, deswegen fällt dieses Ding weg, weil ich brauche halt diese Tiefe dafür. Ja, das ist jetzt die Frage natürlich. Das Regal ist 52 cm, das könnte jetzt hier genau drauf passen oder ich mache es halt ein bisschen breiter und könnte daneben dann noch die lange Leiter reinschieben, diese Teleskopleiter. Das müsste da drunter ja rein theoretisch genauso aussehen wie hier, dann würde ich sagen, nehme ich die Platte, weil das sind hier diese Ulmer Kofferhalter, weil die Feuerwehr Düsseldorf hat keine wirklichen Rucksäcke gehabt, sondern die haben diese großen breiten Koffer gehabt und das kann man hier eigentlich ganz schön sehen, dass hier gerne mal dieser Koffer rein und rausgeschoben wurde und das fällt komplett weg, weil dafür habe ich jetzt keine Verwendung. Da kann man hinter noch ein bisschen was basteln, aber ich würde sagen, ich schraube jetzt diese Seite hier mal ab, wobei, ach nee, ne, ich glaube, dass sich KfB, der Ausbauer, gedacht hat, wir sparen mal ein bisschen Edelstahl und machen hier nur so eine Umrandung dran aus Edelstahl und in der Mitte, weil ihr seht hier gerade, hier ist schon die Siebdruckplatte, aber da ist das nicht so. Auch das wäre aber ärgerlich jetzt, tatsächlich, das ist hier hinten auch der Fall. Meine Hoffnung ist jetzt gerade noch, dass vielleicht hier hinten ein bisschen mehr Edelstahl verwendet wurde, weil das sieht ziemlich blöd aus, wenn ich jetzt da ein Regal drauf baue und da ist eine Siebdruckplatte. Das heißt, vielleicht habe ich Pech und ich kann heute dieses Ding hier nicht einbauen, weil ich erstmal eine komplette Edelstahlplatte kanten lassen muss, die dann hier drauf passt, weil ich möchte das schon sehr einheitlich haben. Ich bin ja immer sehr pingelig. Das wäre ärgerlich. Aber wie kriege ich jetzt das Ding hier ab, ist die Frage. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht vorne. Jetzt könnte ich die Platte mal abnehmen. Mein Gott. So, und jetzt kann man schön sehen hier. Ich nehme mal die Kamera, dass hier drunter einfach nur ja, eine Kante drum gelegt wurde. Die geht bis hier und danach kommt wieder die Siebdruckplatte. Das sieht total bescheuert aus. Das kann man vergessen eigentlich, da was drauf zu montieren. Ich meine, ich könnte es jetzt erstmal machen und dann muss ich halt einen Metallbauer finden, der mir diese Platte nochmal aus Edelstahl genau für diese Größe kantet. Bin enttäuscht. Ich bin jetzt richtig enttäuscht, muss ich jetzt mal so sagen. Aber ich könnte drin schon mal das Sortimo-Regal zusammenbauen. Also lasse ich das jetzt einfach mal knallhart hier so liegen. Ich habe gedacht, das wird jetzt das Mega-Video heute, wie ich euch ein richtig schönes Sortimo-Regal hier reinpflaster. Aber falsch gedacht. So ist das halt. Also ich würde jetzt drin einmal das Ding vormontieren. Und wenn das dann passt, dann könnte man das erstmal hier reinsetzen.
Und letztendlich, wenn die neue Platte da ist, das einfach dann rüberschrauben. Das würde funktionieren. Ich würde sagen, das machen wir. So, also Leute, hier ist eigentlich alles drin, was ich heute brauche. Hier ist mein Schlauchhalter und hier sind Sortimo-Profile. Und das kleine Ding soll dann letztendlich ins Auto kommen. Und ihr seht hier gerade, guck mal hier, steht das gleiche Ding von Sortimo auch nochmal. Da ist das Strauß-Ding. Ich habe es unten übrigens schwarz lackiert, dieses Teil. Und jetzt gibt es das hier auch nochmal in Grau mit einer etwas anderen Bestückung. Aber da komme ich später drauf zu. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir bauen dieses kleine, feine Ding hier zusammen. Ja, wir haben zwei Profile, vorne und hinten. Was haben wir noch? Ein Schwung an Schrauben und eine Ladewanne, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Ladewanne einfach. Ist eigentlich ganz simpel, selbsterklärend, dieses System hier zusammenzuschrauben. Hier sind die Abschussprofile, brauchen wir erstmal nicht. Und das hier sind die wichtigsten Teile, da kommen wir aber später drauf. Dann würde ich erstmal gucken, dass wir hier auch genügend von den Dingern haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, also Leute, genau, wir haben jetzt hier diese Profile. Hier sind die Bodenmodule, ich weiß jetzt gar nicht, wie die sich schimpfen, auf jeden Fall kommen die rein, um letztendlich dieses Regal auf dem Boden zu verankern. Die werde ich jetzt erstmal montieren, dazu hole ich mir mal schön meinen kleinen, aber feinen Strauß-Tower. Der hat nämlich hier schön das Werkzeug mit drin. Dafür brauche ich dann wahrscheinlich einen Imbus. Und jetzt schraube ich erstmal diese Bodenmodule rein, damit das Ding erstmal stehen kann. Es ist kompliziert. Oder mache ich jetzt erst? Ich glaube, ich mache erst dieses Top-Teil. Ich habe schon super lange nicht mehr zusammengebaut, deswegen komme ich hier gerade so ein bisschen durcheinander, wie hier was funktioniert. Wir haben jetzt hier also die Wanne oben. Frontal kommen diese wunderbaren Teile dran. Die haben hier nochmal so ein Lock-System. Hier können wir Gurte oder Gummibänder mit befestigen, um dann davor noch irgendwie was zu spannen. Aber das erkläre ich euch alles gleich, wenn das letztendlich im Auto reinkommen sollte. So, das wäre das erste Ding. Jetzt haben wir nochmal ein paar Schräubchen. Das gleiche Spiel machen wir jetzt an dem hinteren Teil auch. Das heißt, ich nehme jetzt diese anderen Profile. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Das sind eigentlich die rückseitigen Profile, weil hier hinter noch Nutensteine reinkommen, um dieses Ding eigentlich an die Fahrzeugrückwand zu befestigen. Aber spielt bei mir jetzt keine Rolle. Deswegen kommen jetzt einfach die Dinger ohne Nutenstein hinten dran. Und schon steht das Grundgerüst. Ich glaube wirklich jetzt, dass ich eine zu viel reingeschraubt habe. Das heißt, ich schraube die unteren Dinger jetzt nochmal raus. So, wir haben den groben Rahmen und jetzt seht ihr, ich habe hier diese wundervollen, tollen Sortimo-Profile. Und jetzt muss ich halt so ein bisschen schauen, wo ich diese Dinger platziere. So rum werden die wahrscheinlich platziert. Wir nehmen jetzt einfach mal direkt die Zweierkiste. Also die Teile, da werden die Kisten drin abgelegt. Wenn die jetzt so sitzen würden, dann hätten wir eine Höhe von 2,5 und hier außen hätten wir das nächste Loch, wäre 2,5. Würden jetzt in das erste Loch unten geschraubt werden, das heißt, ich kann diese Teile hier wieder rausschrauben und dann kommt die erste Sorte Maschine. Das müssen wir natürlich nur hoffen, dass wir dann da auch nochmal das Ding treffen. Ne? Und schon wäre das erste Ding drin. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Hinten genauso. Jetzt hätten wir schon mal das erste Ding drin. Das heißt, ich kann mir jetzt, oh, die sind noch relativ instabil, aber wir kriegen das noch hin, auf jeden Fall. So, der kommt jetzt in die Halterung. Gut, da muss ich hinterher dann doch noch mal ein bisschen festziehen, wenn die auf dem Bodending montiert sind. Und ihr seht jetzt, dass die erste Kiste drin sitzt. Und wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt noch eine zweite Kiste oben drauf, wobei das schon wirklich sehr, sehr, sehr knapp wird. Ne? Es hat funktioniert. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch das Ding drauf machen und die Seitenwände. Und dann hätten wir das eigentlich schon. Ja, ist dünnes Aluminium, dient eigentlich nur zum Schutz. Das sieht auch ein bisschen cooler aus und ich finde, das rundet dann nochmal das Gesamtpaket ab. Ich glaube, ich muss die ganzen Dinger nochmal lösen. Die sind ein bisschen verzogen noch. Ah, das sieht besser aus. Setze ich hier eine rein. Aber ihr seht, das sieht schon wesentlich professioneller aus, die ganze Geschichte hier. Das Abschlussprofil. Und Nummer 3. Regal fertig. Jetzt kommen diese Dinger da noch drauf. Leute, ich würde sagen, das kleine Mini-Regal ist noch ein bisschen instabil. Aber wenn der Boden letztendlich verschraubt ist, dann kann es ja gar nicht mehr wackeln. Also es ist bombenfest. So, ihr habt jetzt verstanden, was da reinkommt. Ich habe hier noch zwei coole kleine Sortimo-Kisten und die kommen dann hier auch noch rein.
lasse mir auch noch was einfallen. Und dann wäre das vollbracht. Jetzt haben wir hier dieses Regal. Das soll so ins Auto kommen. Dann kommen da die kleinen Werkzeuge rein. Ach ja, ich muss euch jetzt noch ein bisschen erklären, was das so mit Sortimo und so auf sich hat, was sich ja letztens viele Leute beschwert haben, weil Strauß ja angeblich ein Fake ist. Weil Sortimo damit angefangen hat. Also erkläre ich das jetzt noch kurz. Also, einige Zuschauer haben in meinem letzten Video gesagt, wo Strauß mir dieses nette, tolle Paket hier geschickt hat, dass das einfach ein Fake von Sortimo ist. Das stimmt nicht ganz, weil der Hersteller hier ist BS Systems. Und BS steht für Bosch und Sortimo. Und die kamen als allererstes auf die Idee, dass die halt diese Kisten entwickeln. Und das hier ist quasi eine Kiste von BS. Und es gibt diverse andere Hersteller, es gibt sogar Stilkisten davon, es gibt Vago-Kisten, es gibt sämtliche Variationen, es gibt eine Fischerkiste. Und ich glaube sogar, dass Hilti da mit an Bord ist momentan und dass dann da auch Kisten entstehen. Und das hat einfach den Hintergrund jetzt nicht, dass irgendjemand irgendwas faked, sondern dass sich BS, also Bosch und Sortimo, gedacht haben, wir müssen für den Handwerker mal ein bisschen was Einfacheres machen. Und das möchte ich euch jetzt mal an einem ganz simplen Beispiel erklären. Das heißt, ich habe jetzt eine Baustelle. Die Baustelle ist jetzt im 6. Stock, kommt öfter mal vor, dass wir irgendwelche Werbereklamen irgendwo anbringen. Das heißt, ich muss viel Material in irgendwelche Etagen schleppen. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Ich nehme jetzt diese große Kiste, brauche jetzt hier den Bohrer, den Steinbohrer, um irgendwelche Dübel in die Wand zu setzen und habe jetzt hier nochmal den Akkuschrauber, um das letztendlich festzusetzen und habe dann jetzt hier noch ein paar einzelne Bohrer drin liegen. Dann habe ich jetzt 3 Kisten in der Hand und die Hände sind voll. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt dann jetzt nochmal irgendwie was anderes. Ihr habt jetzt nochmal eine Dübelkiste und da müsst ihr halt mehrmals laufen, weil die Hände ja durch die 3 Kisten voll sind. Und ich kann euch sagen, das wird ziemlich nervig, wenn ihr 5 oder 6 Mal laufen müsst, weil ihr immer irgendwie was vergessen habt. Deswegen gibt es jetzt das BS-System und zwar die L-Box. Wir haben jetzt hier drin, bleib hier, roll nicht weg. Wir haben jetzt hier drin eine Flex und eine Stichsäge. Ich glaube, ein Kleinteilemagazin mit Schrauben. So, die sind auch sehr wichtig für eine Montage, weil sonst braucht ihr gar nicht anfangen zu bohren. Jetzt könnte man sagen, man trägt die so hoch, aber dann sind wieder die beiden Hände voll. So, das heißt, ihr klickt die jetzt hier ein und habt jetzt somit quasi beides auf einer Seite. Jetzt habt ihr diese Hand frei. Jetzt könnt ihr da zum Beispiel noch sagen, wir brauchen jetzt noch, was brauchen wir denn noch? Den Standard-Werkzeugkoffer mit allem Schnick und Schnack drin, vielleicht ist da auch Elektrowerkzeug drin, was auch immer. Jetzt habt ihr das schon mal so. Würde man diese Kisten jetzt nicht aneinander klippen können, so wie bei Hilti, hättet ihr jetzt wieder 100 Hände haben müssen, um die ganzen Materialien zu der Baustelle zu bekommen. So, jetzt könnte ich natürlich wieder, je nachdem, wie viel Kraft man so in den Armen hat, die hier auch wieder einklicken. Und jetzt hätte man alle, okay, das kriegt man jetzt schon nicht mehr so leicht hoch, hätte man alle 3 Dinger auf dieser Seite. Jetzt hat man immer noch diese Hand frei. Also, das Set ist durchdacht und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Diese Kisten hier, wie gesagt, ist Bosch und Sortimo haben damit angefangen. Die Sortimo-Kisten gibt es halt in den ganz normalen Grau-Blau, dann gibt es jetzt halt die Strauß-Kiste in Schwarz-Rot, dann gibt es die Bosch-Kiste in Dunkelblau und Grün. Und Ziel dahinter ist halt einfach, dass man so viel Material wie möglich einmal mit irgendwo hinnehmen kann. Ihr seht, ich habe jetzt hier unten zum Beispiel nochmal eine LS-Box, da oben in dem Deckel sind so ein paar Kleinteile drin. Hier unten gibt es nochmal Dübel und Schrauben, so Sachen, die man alltäglich braucht. Hier unten gibt es nochmal einen Knarrenkasten drin. Das ist alles schon sehr durchdacht. Also ihr versteht jetzt, was ich meine. Es hat jetzt nichts mit Fakes zu tun, sondern da hat sich einfach nur jemand Gedanken gemacht und überlegt, wie kann man unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Produkte kombinieren, dass man halt alles an Material sofort zusammen hat, die so modular aufbauen, dass man halt sagt, man braucht heute für eine Baustelle eine Flex, man braucht am nächsten Tag halt das und das und so kann man die dann halt ineinander klippen. Wie gesagt, die Kisten gibt es in Blau bei Bosch Professional, damit haben die angefangen. Dann gibt es die Kisten inzwischen von Vago, die gibt es von Stihl, die gibt es von, ich weiß gar nicht, wer noch der Hersteller ist. Da gibt es viele bunte, geile Kisten, auf jeden Fall. Und da kann man die Sachen schön kombinieren. Ich kann euch gerade mal auch ein Bild einblenden. Da seht ihr auch jetzt nochmal dieses Sortimo-Regal, wie das halt in groß gerade aussieht. Also ist jetzt ein bisschen höher gezogen. Und da sind die Kisten halt auch in den jeweiligen Fächern mit drin. So, Leute, sollen wir nochmal zum Auto gehen? Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal zum Auto und gucken mal, ob wir das Ding da irgendwie reinkriegen. Oder ob ich jetzt wirklich warten muss bis zum nächsten Video, wenn ich die Edelstahlplatte habe. Gucken wir mal, wie das aussieht. Wir stellen jetzt dieses Regal hier drauf. Ja, und Leute, Ziel war es halt, dass es auf diese Seite, auf dieser Seite exakt anliegt und dass ich hier nebenan noch eine Teleskopleiter reinstecken kann. Allerdings glaube ich, dass selbst das hier wieder zu schmal wird. Deswegen könnte man das rein theoretisch auch da montieren. Ja, auf dieser Seite wäre auch Platz. Ne? Die Sachen ab und lege den Strom erstmal nach hinten raus. Ach, guck mal, das ist sogar aufgemacht hier. So Leute, ich werde jetzt versuchen, das Zeug mit dem Schaber hier abzubekommen. Müsste eigentlich funktionieren. Das war ja einfach. Ja.
kleben aber wie Hölle. So, der gute Industriereiniger, wie immer. Oh, die Leiste liegt davor. Gut. Ach, guck mal, rückstandslos. Ja, Stelle ist sauber. Die Kabel hinten, die werde ich gleich mit dem Rasterband zusammenbinden, weil ich halt noch nicht weiß, wo geht die Reise hin, wo brauche ich noch Strom. Jetzt nehmen wir dieses Regal hier und hoffen, dass es passt von der Breite. Es schließt auf jeden Fall hier genau ab und auf der Seite auch 8,5 und hier haben wir 8,4. Ja, das passt. Leute, das sollte passen. Du kannst ja noch mal rausziehen, um dann anzuzeichnen. Ich stelle euch mal hier rein, weil das Wetter jetzt gerade wieder nicht mitspielt und ich nicht möchte, dass ihr jetzt hier so klatschnass werdet. Also, jetzt kommen hier einfach ganz normal diese Schräubchen rein. Ich habe jetzt hier kleine vier Plastikunterlegscheiben und dann wäre das auch schon vollbracht. Mhm. Und schon ist das Regal fest. Jetzt kann ich nur hoffen, dass diese Dinger da noch drauf passen. Da sieht es gut aus. Die Schraube packt, perfekt. So, da haben wir nämlich das Problem, da passt es nicht, jetzt passt es. So ein bisschen anheben. Und so wie das bei dem Projekt hier normal ist, passt die nicht. Doch, die passt. Nein, passt sie nicht. Doch, passt sie. Passt sie? Ja, sie passt. Das Ding ist fest. Es sitzt fest. Jetzt muss ich halt nur noch zusehen, dass ich hier noch ein paar Schräubchen für kriege. Und jetzt kommen wir zu dem spannendsten Moment. Wir packen die Kisten da rein. Tada, da sind wir. Was ist jetzt die kleine Kiste? Was ist die große? So. Sitzt. Jetzt kommt die andere Kiste da unten rein. Und es sieht aus, als wäre da nie was anderes drin gewesen. Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch mit diesem kleinen, aber feinen Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, innenraummäßig. Oh, der sieht schlimm aus. Ja, wir fahren ja unsere ersten Touren damit. Weiß ich noch nicht, was sich so letztendlich verändern wird. Also da unten kommt auf jeden Fall ein Kühlschrank rein. Ich weiß nicht, ob ich diesen Innenteil komplett in schwarz folieren soll. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil wenn der Wagen letztendlich eine schwarze Außenfarbe kriegt und eine dunkle Außenfarbe und macht die Tür auf und alles ist weiß, dann das sieht schon ziemlich cool aus. Fußmatten habe ich bestellt, lasse ich gerade extra anfertigen von jemandem. Ihr seht, der ist sehr dreckig, weil halt Touren damit inzwischen gefahren werden. Vorne, ja, kommt rein. Auf jeden Fall noch ein großes Doppeldiemenradio. Dieses Ding habe ich auch komplett neu da, weil das wird hinterher über Inomatic angesteuert und dann kommen halt diese ganzen Arbeitsscheinwerfer oben drauf und eine RTK 7 VE da rein mit Mobilblaulicht. Also, ja, lasst euch überraschen. Ich werde jetzt nicht wirklich über jedes Teil ein Video machen, das funktioniert halt nicht, weil ich da halt nicht so die Zeit zu habe. Ich bin froh, wenn ich auch mal so ein bisschen schnell was schrauben kann, ohne dass die Kamera läuft, aber es geht weiter. Liebes Team It's Marvin, ihr habt da schon so einen Hashtag ins Leben gerufen, der ist ziemlich cool. Danke dafür. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Komm, bevor ich jetzt hier die Kamera ausmache. Zack. Das ist schon cool, ne? Wirkt schon edler. Wirkt schon edler. Natürlich ist jetzt die Frage, wenn ich das Ding auf dieser Seite montiere, ob ich dann wirklich noch diese Leiter daneben reingeschoben kriege, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Ich mache jetzt noch ein bisschen sauber. Ciao.